Margret mit ihrer Freundin auf dem Weg zur Schule. Die Schule liegt in Bonuso, einem kleinen Dorf in der Ashanti-Region, mitten in Ghana. Die Region um Bonuso ist arm. Bis vor 3 Jahren gab es hier noch keine Schule. Heute kommen jeden Tag 200 Kinder, die von 9 Lehrern unterrichtet werden. Komfor Amofa war 60 und gerade Witwe geworden, als sie die Schule von Bonuso gründete. Dafür bekam sie einen Kleinkredit von Opportunity. Ich habe 6 Kinder. Die habe ich alle zur Schule geschickt. Sie haben alle einen Abschluss. Ich weiß, dass Schule gut ist für jeden. Aber wir haben arme Menschen hier, die haben nicht genug Geld, um ihre Kinder auf den weiten Weg zu anderen Schulen zu schicken. Das ist zu teuer für viele. Ich nehme nur 6 Ghana-Cedis für das Vierteljahr. Ich möchte, dass jeder hier sein Kind zu meiner Schule schicken kann. Das ist der Grund, weshalb ich eine Schule gegründet habe. Vom ersten Kredit kaufte sich Komfort Bretter, vom zweiten Zement. Damit in den Klassenräumen Mädchen wie Margaret lesen, schreiben und rechnen lernen. Oder etwas über Biologie erfahren. Was sie einmal werden will, das weiß Margaret jetzt noch nicht. Ihr Lieblingsfach ist Englisch. Die Schulküche von Bonuso. Gekocht wird von den Müttern der Kinder. Wer die Schulgebühren von gut 1 Euro pro Monat nicht zahlen kann, der kann sich hier nützlich machen. Für Waisenkinder nimmt die Schule keine Gebühr. Das Essen, das ich den Kindern gebe, ist gut. Und das Essen wechselt. An einem Tag gibt es Brei mit Bohnen, am nächsten Morgen dann Reis. Die Eltern sehen also, dass wir gut auf die Kinder aufpassen. Deshalb schicken sie ihre Kinder zu uns. Microschools wie diese gibt es viele in Ghana. Sie sind eine vom Staat akzeptierte Alternative zum öffentlichen Schulsystem. Sie füllen die Lücken aus, die der Staat nicht schließen kann. 10 bis 15% der Kinder in Ghana gehen noch immer nicht zur Schule. Ohne die Privatinitiative engagierter Schulgründer wären es noch viel mehr. Auch viele von diesen Kindern in Bonuso würden auf der Straße leben, wäre hier nicht vor 3 Jahren eine Schule entstanden, in der die Kinder lesen, schreiben und rechnen lernen und in der sie gut versorgt werden. Kleinkredite sind der wichtigste Schlüssel, um Mikroschulen zu gründen, nicht nur in diesem kleinen Dorf in der Ashanti-Region. Über Ashamen, einem schmutzigen Vorort von Ghanas Hauptstadt Accra, ist gerade die Sonne aufgegangen. Noch vor der Schule bringt die 8-jährige Waida den Müll, der sich am Tag zuvor zu Hause angesammelt hat, zur Müllkippe, so wie jeden Tag. Waidas Eltern haben nicht viel Geld zum Leben. Die Familie muss knapp kalkulieren. Sie lebt von umgerechnet 100 Euro pro Monat, die der Vater als Bauarbeiter bekommt. Die Mutter verdient an einem Verkaufsstand ein bisschen dazu. Die Familie lebt zu 5 in einem winzigen Raum. Geschlafen wird in 1 Bett. Die beiden Mädchen gehen zu einer Opportunity Microschool ganz in der Nähe. Die Kinder werden dort besser unterrichtet als in der staatlichen Schule. Das haben wir schon bei unserer ältesten Tochter gesehen. Und der Weg zur Schule ist nicht so weit, nur ein paar Meter. Weiter auf ihrem Schulweg. Jeden Morgen trifft sie dabei viele Nachbarskinder. In Ashamen hat die Maat Academy, eine Opportunity Microschool, guten Zulauf. Als sie vor 12 Jahren gegründet wurde, gab es 10 Schüler. Heute kommen fast 400 Kinder, viele davon aus sehr armen Familien. Die tägliche Versammlung vor dem Unterricht. Es wird gebetet. Auch die Schuluniformen, ein Überbleibsel aus britischer Kolonialzeit.
Schließlich der Abmarsch in die Klassen. Es geht militärisch zu und doch irgendwie fröhlich. Im Kindergarten der Maat-Akademie geht es weniger diszipliniert zu. Wer zu Hause zu wenig geschlafen hat, holt es hier nach. Erste Stunde Mathematikunterricht in Weiders Klasse. Viele Kinder hier lernen viel mehr, als ihre Eltern je gelernt haben. Der Schuldirektor weiß um die finanziellen Probleme vieler Familien. Einige Eltern sind arm. Was wir dann tun ist, wir lassen sie in Raten zahlen. Vielleicht haben sie heute 10 CDs, dann nehmen wir sie. Dann haben sie 20, wir nehmen sie. Dann stellen wir Quittungen aus. Wenn sie am Ende des Quartals sind, haben sie die Gebühren bezahlt. Einige wenige, aus welchen Gründen auch immer, zahlen dann eben später. Drei Stunden Unterricht sind vorbei. Die erste große Pause. Wie in allen Schulen der Welt toben sich die Kinder jetzt aus. Weida spielt mit ihren Freundinnen Ampe, so wie es alle Mädchen in Ghana spielen. Die Maat-Akademie, noch eine der vielen Schulen in Ghana, die mit Hilfe eines Opportunity-Kleinkredits Kindern eine Zukunft bieten und dessen Direktor gern noch viel mehr anbieten möchte. Wir brauchen Dinge wie eine Schulbibliothek oder wenn Kinder krank zur Schule kommen, dass wir ihnen medizinisch besser helfen können. Das sind die Dinge, die die Schule braucht. Auch eine Schulkantine könnten wir gebrauchen, sodass wir eigenständiger arbeiten können. Und wenn Gott es will, dann werden wir vielleicht auch mal für ältere Kinder eine Mittelstufe anbieten können. Es geht vorwärts an der Maat Academy. Allmählich zwar, aber immerhin. Im zweiten Stock wird bereits gebaut, damit hier noch mehr Kinder eine Perspektive für ihr Leben bekommen. Die ersten Bänke stehen bereits. Es geht vorwärts für die Kinder in der Stadt und auf dem Land. Bildung überwindet Armut. Opportunity International unterstützt 100 neue Microschools in Ghana und anderen armen Staaten, um den Kindern dort eine Chance zu geben für eine bessere Zukunft. Helfen Sie diesen Kindern.